Schauen wir mal gleich, was die nächste Partie mit sich bringt. Die nächste Partie bringt dann Tirol gegen die Rangers. So. Guten Tag. Guten Tirol gegen Tag. Rangers, du spielst Al-Hilal. Entschuldigung, was haben wir gesagt? Tirol gegen die Rangers, du spielst Al-Hilal. Okay. Al-Hilal, super. Gut, aber ich habe eh schon mal. Weiter. Ja. Das machen wir so. So, da lege. Na gut. Tirol gibt dann 2 zu 0 auswärts Vorsprung in diese Partie gegen die Rangers und könnten damit das erste Mal ins, nein, das zweite Mal ins Viertelfinale einziehen. Sorry, immer ein Fehler. Oder das zweite Mal? Das erste Mal? Das zweite Mal? Muss ich es aber kurz schauen. Es ist das zweite Mal. Ist das zweite Mal. So. Zwei Plätze gibt es noch. Dann sind die besten 8 dieser Champions League vereint. So, absoluter Wunschspieler wurde Transfer gemacht. So, du bist ein Streber. Mit dem Metze Coins. Warum ich Stress hatte? Weil nicht mehr viel gefehlt hatte zum. Ja. Dass du zu mir kommst und FIFA deinstallierst. So, wie war das Hinspiel? Da hört man keiner zu. Entschuldigung. 2 zu 0 hat Tirol auswärts gewonnen. Musste ich doch. Bam. Alter. Spanner wieder. Gib ihm. Was soll ich ihm geben? Hoppa. Das wollte ich nicht. Frankie! Über den Wolken. Und er fliegt, fliegt, fliegt wie ein Flieger. Da ist mein Bettner nicht mehr dabei. Aber ich habe schon gesehen, letztens in einem Interview, dass der bei Kopenhagen spielt. Warum gibt's den dann da nicht? Auf Transfermarkt ist noch gestanden, vereinslos. Okay, weil der ist seit Jänner bei Kopenhagen. Ich habe ihn nicht gefunden. Vielleicht hat sich das zu kurz aufgelöst und der ist falsch geschrieben worden. Zeigt schon. Nein. Das war ein richtiger Arschloch. Verteidiger. Oh. Oh. Yes! Yes! Dogma.
Bis der für das Fall ist nicht um irgendein Dings kommen vom Schiedsrichter. 7. Tor. Didic. Alter. So, was kommt? Ich weiß es gar nicht, ob ich mir da schon einen Ersatz geholt habe. Da ist er dann in FIFA 20 wahrscheinlich, in FIFA 21 dann eh wieder dabei. Da kannst du wiederholen. Ja. Aber nicht mehr mit der Stärke, oder? Warum nicht? Aber abgebildet immer abgebildet, oder? Okay. Das wird ein Kampf, sag ich da. Was? Ja, wenn Bender wirklich zurückkommt, stärker. Ja, wieso? Achso, budgetmäßig. Also. Alter. Das wäre irgendwie cool. Boah, schön. Erstes Tor in Tiroler Dress. Für den Innenverteidiger. Da würde ich mir es echt freuen, wenn der zurückkommt, Alter. Jetzt muss ich mühevoll, muss ich jetzt Saat suchen oder hab schon, keine Ahnung. Weiter. Ah. So. Beweis dich, Alter. Bentner ist weg, du kannst aus seinen Schatten treten, Alter. Sieht man dich wenigstens einmal. Oh, warum machst du den... Na, warum machst du das so hart, oder? Oha. Okay. Kein Grund auszurasten. Ich raste aus, was ich will! Bin voll aggro! Oh. Warum rennt der Trottel unser Absatz? Können wir das einmal erklären? Boah. Boah. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Boah. Gott sei Dank.
so einer Wechsel gegeben? Hier zwei. Na gut, Flo, schreib mir dann halt ein ehrliches Review über das letzte Spiel. Ich weiß, es war nicht sehr gut. Aber mich würde es trotzdem interessieren. Da war Archiboy. Alter. Okay, Alter, pfeift ja alles. Wie laut Körpereinsatz, ich weiß, bei Covid ist das nicht erwünscht, aber. Das kann ich dafür, wenn es dann einmal anhauchst und der fliegt. Mach gleich Sushi aus dir. Nicht pfiffen. Ja, das ist ja heute. Das ist ja Sensation. Okay. Der war zu gut gemacht. Michael Air Jordan. Alter? Was? Du drehst dich um? Alter? Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Hartes Spiel für die Rode. Kann ich sagen. Ah, der spielt bei Alex? Okay. Wer? Fuck. Der spielt bei dir, echt? Wer? Ødegaard? Mhm. Fuck. Dachte das noch zum Haben. Warum willst du diese Saison alle haben, die ich schon geholt habe? Wie, die du geholt hast? Dann habe ich irgendwann mal geholt. Warte ich mal schon. Länger her. Weißt du, ob ich den sogar schon im letzten FIFA geholt habe? Den habe ich schon urlang am Radar, weißt du das? Ja, da hast du noch irgendwann lang am Radar gehabt und dann habe ich den gehabt. Ja. Welcher war denn das? Der Witzelprinz? Ja, genau. Das ist Arsch. Wenn das stimmt, Flo, dann ist das Arsch. Ist das der Spieler, den du reingestellt hast? Ja. Da tut's mir leid, aber den muss ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Wäre das vor dem Match passiert, hätte ich den gegeben wahrscheinlich. Fuck, Alter, den habe ich schon so lange am Radar gehabt, weißt du? Ja, und er hat nichts gezeigt, aber ich bin eigentlich auf der Reserve, drum sieht man ja auch gar nicht. Aber nach dem Match muss ich mir dann mit der neuen Stärke ein bisschen anschauen. Muss ich gut genug machen. Hätte ich ihn doch schon vorher einstellen sollen. Ist dann sogar günstiger wahrscheinlich als Gustav. Was ist der jetzt wert? 31. Ja. Schön. Da bewahrheitet sich's, man soll nicht so lange warten. Ja, erster Gedanke. Ja. Na, sagst du mal, ob es denn hergibt und um wie viel? Nächstes Jahr. Was nächstes Jahr? Dieses Turnier nicht.
Wie meinst du jetzt? Na, dieses Turnier verkaufe ich nicht. Ich schau mal den an. Ach so. Probier es nochmal mit ihm. Okay. Na gut, da kann ich mir noch Budget sammeln. Der hat mich ein bisschen begeistert im vorigen Spiel. Also mich, nicht im vorigen. Mich begeistert er schon auch länger. Ich hab ihn auch schon ein paar Mal gesehen, so im Fieber. Bei der alten Stärke eigentlich auch. Na, ja, da nicht so. Oder ich habe ihn schon im alten FIFA gekauft und habe dann nicht mehr. Kann ich nicht. Nein, der ist auch um 3 oder 4 Stärken gestiegen. Da greifst du das hier. Boah, starke Reaktion. Da kann ich dann für da kann ich dann beim nächsten Turnier schon Geld sammeln. Wo wolltest du hin? Milan. Milan. Da habe ich derzeit noch nicht so viel Budget, also mal schauen. Ja, wenn er nichts taugt, dann kannst du auf jeden Fall mit ihm rechnen nächste Saison. Ich hoffe, er zeigt nichts bei dir. Und wenn er was zeigt, dann wird es vielleicht teuer. Oh, eine schwere Konkurrenz. Wieso? Wer spielt da? Real Madrid. Da spielen viele gute Spieler.